Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten und ihr seht schon, wir haben hier einiges an Kisten, die wir öffnen können. Ja, und ich würde sagen, bevor wir hier einmal kämpfen, öffnen wir die Siegeskiste und nach dem Kampf werden wir die Riesenkiste öffnen, die wir ja nach einem Kampf bekommen haben. Wow, 53 mal die Drillinge, mega mega nice und ich habe jetzt ein sehr 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 lustiges Deck zusammengestellt, das wirklich wirklich lustig zum Spielen ist. Es gewinnt zwar nicht unbedingt, aber es ist lustig zu spielen, Leute. Und ja, Castle Crush ist ein Spiel und das soll auch Spaß machen. Und ja, da können wir uns schon mal den ersten Phönix machen mit einem, ja, mit einem, was wollte ich sagen? Ja, genau, mit einem Metamorph. Ja, ich habe endlich wieder den Metamorph im Deck, da er eigentlich richtig, richtig lustig zu spielen ist. Und wenn der gegnerische Phönix jetzt zum Ei wird, dann habe ich eine Bombe. So, weg damit. Und ja, lieber Gegner, da hast du jetzt was, ja, das ist jetzt blöd für dich, denn wenn du keine Bombe oder sonst was hast, dann werde ich jetzt einen Level 2er Phönix haben. Und hier haben wir schon das Sturmelementar. Sturmelementar, los geht's. Es wäre jetzt cool, wenn ich jetzt noch einen Metamorph ziehen würde. Und hier haben wir einen Plus 1 Phönix, Leute. Und ihr seht schon, es ist richtig, richtig lustig. So, wo ist der echte? Das ist jetzt die Frage. So, da ist der echte. Den werden wir zerstören. Und da haben wir schon unser Ei wieder. Mega nice, da oben werden wir mit der Bombe das erledigen. Und wir haben jetzt einen, nein, verdammt, ich wollte schon sagen, wir haben jetzt einen Plus 2er Phönix. Aber nee, den ist nicht so. So, wir probieren es jetzt mit der Bogenschützenkönigin. Und dann probieren wir wieder mit dem Metamorph. Was wird der Metamorph so sein? Was wird er? Nein, nur ein Skelett, schade. Aber hier machen wir sehr, sehr coolen Schaden. Und falls hier jemand meinem Ei zu nahe kommt, was aber nicht passiert... Leute, das war jetzt so zum Ei werden lassen, aber ich glaube, das schafft die Bogey Queen. Yes, das schafft die Bogey Queen wirklich. Oh, blöder Henker, weggeblitzt, alles supi. Und da haben wir schon wieder einen Phönix und das nervt den Gegner richtig. Ihr merkt schon, und wenn ich jetzt einen Metamorph irgendwie hätte, dann könnte ich mir einfach noch eine legendäre oder einen schwarzen Ritter holen. So, wow, das war knapp. Und okay, das war jetzt blöd von mir, das wird ein Skelett, alles klar. So, und da haben wir schon wieder einen Plus 1er. Komm, Meteor, das regelst du. Yes, Leute, das war cool. Und wir haben schon wieder die Pfeile für die... Ah, das war jetzt nicht so toll, aber okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist und können ihn zerstören. Weg damit. So, dagegen werden wir mit der Bogey Queen was unternehmen und dann einfach mal das Sturmelementar auf die mittlere Lane gesetzt, um den Gegner etwas hier unter Druck zu setzen, denn man weiß ja nie, was man so machen soll, wenn hier der Gegner mit einem Sturmelementar kommt. Ja, das ist immer sehr, sehr tricky, also finde ich. So, da setzen wir die Bombe drauf und jetzt den Blitz und da ist alles weg. Die Bogey Queen regelt das supi. So, schafft die Bogey Queen auch das Ei, dann brauchen wir nicht die Bombe. Okay, wir brauchen die Bombe. So, weg damit. Und der Gegner schreibt schon gut gemacht, deswegen werden wir hier gewinnen. Ja, Gegner hat das Match verlassen. Ihr seht schon, das Deck ist mega unterhaltsam zu spielen. Mit dem Metamorph, mit dem Phönix und dem Sturmelementar. Denn der Phönix und der Sturmelementar, aber auch die Bogey Queen sind so... legendäre Karten, die richtig, richtig, richtig nerven, Leute. Und deswegen ist es einfach cool zum Spielen. Ja, schreibt mir mal eure Nervkarte in die Kommentare, was euch so richtig nervt. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt gleich mal die Siegeskiste. Was haben wir hier drinnen? Was haben wir hier drinnen? Mal 1570 Gold. Richtig, richtig, richtig viel. Wow, 211 mal der Affenpirat. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Was gibt es hier noch? 23 mal der Orkkrieger. Okay. Dann werden wir gleich mal den Affenpiraten auch hier anfragen, damit wir den bald mal aufleveln können. Auf Level 10 haben wir schon auf Level 9. So, wo ist der Affenpirat? Hallo? Hallo, da bist du. Und wir werden hier auch mal etwas verschenken, weil wir so lieb sind. Weil wir bekommen ja auch Erfahrungspunkte und Level 10 wäre schon mal irgendwann irgendwie nice. So, verschenken, verschenken, verschenken. Die wollen alle das Gleiche. Pfeile und den Bogenschützenstamm. Ich würde sagen, wir starten gleich nochmal in die Schlacht. Und wie findet ihr das Deck, Leute? Eure Meinung in die Kommentare. Ich zeige es euch dann nochmal genauer. Ich bin gespannt, ob wir nochmal so ein gutes Match spielen können, wie gerade eben. Denn ihr habt schon gesehen, der Gegner hat ein paar schwarze Ritter auf das Feld gebracht. Aber nein, hat nichts geholfen. Ich bin nur gespannt, wie sich das Ganze zum Beispiel gegen einen Drachen schlägt oder Schlammelementar mit Heilerin. Aber dafür haben wir den Meteor im Deck und das sollte dann auch gehen. So, wir spielen gegen den Chef. Gegen den habe ich schon mal öfter gespielt und ich habe so eine schlechte Starthand. Unglaublich. So, wenigstens mal den Extra-Kristall. Aber wir könnten jetzt ein Rush-Deck abwehren. Wow, der Gegner hat schon mal hier Extra-Kristall, also nicht Extra-Kristall, sondern Mana-Ritual. Und ich bekomme hier nur Extra-Kristalle. Ja, dann werden wir mal das hier machen. Falls der Gegner jetzt die Heilerin... Oh, come on!
Ja, wir setzen einfach den hier mal rein, einfach mal just for fun. Und dann werden wir das Ganze wegblitzen. So, boom. Okay, es lebt noch immer. Und es wird wahrscheinlich meinen Phönix zerstören. Für was hat er ihn gerade da hingesetzt? Komm! Ja, es hat überlebt, das Ei. Das Ei hat überlebt. Zwar nicht stark, aber es hat überlebt, Leute. So, plus 1 Phönix ist am Start und wir können auch gleich mal die Bogey Queen hier irgendwo hinsetzen. Aber wir warten mal, was wir so für Karten bekommen. Ja, wir setzen sie einfach hier hin. Und wir haben das Sturmelementar. Sturmelementar, supi, Leute. So, zweimal die Bombe habe ich auch am Start. Wow, 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 come on. Der Phönix schlüpft. Ja, er schlüpft, aber er ist gleich mal weg. So, und ich setze mal den hier. Aber das Sturmelementar. Okay, da oben ist der schwarze Ritter. Da brauche ich den nicht. Kam Pfeile. Und da ist der schwarze Ritter weg. Schafft es der Dämon? Schafft es der Dämon? Come on, nein! Wow, 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 wow. Da habe ich gleich mal zwei Bomben drauf. Aber jetzt mit dem Zornzauber natürlich unaufhaltsam das Ganze. So, Sturmelementar geht wieder raus. Und jetzt wäre wirklich cool, mal... ja. Ein Metamorph wäre schon richtig, richtig nice wieder. Karte ziehen. So, da haben wir zweimal den Metamorph, Leute. Aber der wird zerstört werden. Verdammt. Nein, und da setze ich auch nochmal den Metamorph, wo er zerstört wird. Komm, Pfeile drauf. Okay, ja. Verloren, Leute. Verloren. Wundert mich, dass der noch keine Heilerin gespielt hat. Komisch. Egal, Defeat. Wir starten gleich nochmal in den Kampf, weil das Deck einfach so mega lustig zum Spielen ist, finde ich halt. Ich finde es mega lustig. Okay. Eskalier gleich mal, lieber Gegner. Ich sag einfach mal Hallo. Bevor er hier noch in Ohnmacht fällt. So, wir haben den Metamorph. Aber der Gegner hat nichts zum Spielen und ich habe auch nichts zum Spielen. Na toll. Na gut, dann setzen wir hier mal den Metamorph. Einfach, um den Krieger hier den Busch aufzuhalten. Vielleicht können wir uns hier noch den Krieger retten. Ja, können wir. Oh, wieso bekomme ich keine legendäre Karte oder sonst was? So, da die Bombe drauf und dann können wir vielleicht mit dem Krieger gleich mal durchmarschieren und Schaden machen. Yes, es geht sich ein Hit wenigstens mal aus. So, Sturmelementar ist da. Sturmi, juhu. Und jetzt, was probieren wir hier? Wir blitzen das Teil mal weg und dann kommt Metamorph. Yes, noch ein Sturmelementar. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Und wir haben hier, komm. Yep. Komm. Geht sich aus. Nein. Nein. Verdammt. Aber jetzt. Wenigstens mit dem. Ah, der Dämon. Er ist so stark. Der Zauber des Dämons ist so stark. Das ist unglaublich. So, den zerstören wir gleich mal am Beginn seiner Zeit. Und machen gleich mal auch Schaden auf die Burg mit der Bombe. Oh, no. Come on. Ja, da macht sie auf den Phönix Schaden. Kann sie ihn töten auch. Wenigstens. Nein. Aber da haben wir das Ei. Bitte, Gegner, zerstöre nicht das Ei. Zerstöre nicht das Ei des Phönix. Okay, er zerstört das Ei des Phönix. Schade. So, was bekommen wir? Einen Blitz. Will ich nicht. Ich will was Ordentliches. Oh. Ja. Da ist der schwarze Ritter wenigstens weg. Sehr nice. Das war jetzt nice, Leute. So, zweimal das hier. Und dann werde ich den hier spielen. Okay, 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 okay. Wo spielen wir das am besten? Ja, komm, wir spielen es auf der unteren Lane. Was wird es? Ha! Und was wird das? Nein! Noch ein Sturmelementar! Das ist jetzt geil! Das ist mega, Leute! So, da haben wir wenigstens mal die weg. Komm, überlebst! Yeah! Aber das überlebst nicht. Nö, das war nichts. So, und wir werden hier gleich mal wieder verlieren, Leute. Ich mag das Deck richtig. Es ist so lustig zu spielen, aber es verliert halt ständig. Es verliert halt ständig. Ab und zu gewinnt es, aber die meiste Zeit verliert es. So, ich schreibe zum Gegner mal gut gemacht, hat er auch gut gemacht. Aber wir haben hier wenigstens eine Bogey Queen am Start. Wieso haben wir eine Bogey Queen am Start? Habe ich die da oben gesetzt? Ja, die habe ich da oben gesetzt. Ich Dummkopf. So, Defeat minus 25 war vorhersehbar. Gleich nochmal in den Kampf, Leute. Und ihr seht schon, momentan bin ich nicht so aufs Pokale pushen auf. Ich bin momentan mehr so drauf, lustige Decks ausprobieren, die mir Spaß machen zum Spielen. Wenn die dann auch noch funktionieren, dann wäre es natürlich noch cooler. So, wir pushen uns da einfach mal mit den Extra-Kristallen, denn diesen Push können wir aufhalten, und zwar mit den Pfeilen. Come on, die gehen auch noch rein. Und die Bombe, und da könnten wir schon wieder mal so ein... Oh. Nein, hör auf, nicht die Bombe.
Na, dann machen wir das mit dem Dämon. Alles klar, da ist er weg. Und wir haben den Meteor und einen Metamorph am Start. Ja, das können wir wieder mit dem Pfeil stilllegen. Und wir hätten hier zweimal den Metamorph, den ich jetzt nicht setzen werde, Leute. Denn der würde nur zu Bogis werden. Und Bogis schützen will ich jetzt wirklich nicht haben. So, natürlich hätte ich warten können mit dem Pfeilen. Aber wer macht das schon? So, den auch hier, den Phönix raus. Und ich will hier irgendwie nicht hier irgendwas riskieren. Ja, komm, da machen wir das. Da machen wir das. Und da machen wir das. So, da haben wir schon mal wieder den größten Teil seines Pushes weg. Was wird das? Okay, das ist jetzt nice gelaufen. Das ist jetzt richtig nice gelaufen. Ah! Come on! Jetzt wird es zu irgendeiner legendären. Ja, noch eine Bogey Queen. Die kann ich gut gebrauchen. Was wird's jetzt? Huh! Yeah, mega nice, Leute. Das finde ich jetzt nice. So, und da ist er auch. Komm schon, weg damit. Nein! Und wir holen uns noch eine Bogey Queen. Wenn der Gegner jetzt nicht spielt. Ja, wir haben noch eine Bogey Queen. Und das, ja, seht ihr schon, es ist richtig lustig, da man hier sehr, sehr viel riskieren muss. Okay, da setze ich eine Bombe drauf, dann ist das mal weg. Und jetzt geht schon. Jetzt geht es wieder ab, Leute. Jetzt geht es wieder ab. Hier noch der Phönix. Nein! Aber wir haben wenigstens das Ei. Bitte nimm mir nicht das Ei. Nein, er hat mir das Ei genommen. Das war so knapp. Es wäre sich noch ausgegangen. Das wäre sich noch ausgegangen. Dämon. Puh. Leute, jetzt müssen wir mal ordentlich riskieren. Der Gegner haut hier sowas von raus. Boom. Da ist es mal weg. Ah, da spielt er wieder einen Zwerg. Die Zwerge sind so nervig. So, da ist mal dieser Push wieder weg. Okay, jetzt haben wir verloren. Gut gemacht. Gut gemacht, Leute. Ja, das war mal wieder nichts, aber es ist lustig. Es macht Spaß, dieses Deck. Es macht mir einfach Spaß, da man so spekulieren muss mit dem Metamorph. Und wenn man Glück hat, hat man dann einfach mal 4 Sturmelementare oder 4 Bogenschützenkönigin auf dem Feld und das macht richtig Spaß. Ja, Leute, danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Ich werde jetzt das Video beenden. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.